So, hi, hi zusammen. Willkommen beim Video zum Bild Split. So, zu Beginn habe ich erstmal die Leinwände so angeordnet, wie ich sie haben möchte und mit einem Lineal ausgemessen. Anschließend habe ich die Kanten mit einem Klebeband abgeklebt. Das habe ich dann bei allen vier Leinwänden natürlich gemacht. Als alles abgeklebt war, habe ich mit dem Gießen der Farbe begonnen. Ich hatte im Vorfeld schon eine konkrete Idee, welche Farben ich auf welche Leinwand haben möchte. Da die Leinwände unterschiedliche Größen haben, musste ich natürlich beim Mischen der Farbe darauf achten, dass ich nicht zu viel oder zu wenig Farbe mische. In meinem zweiten E-Book zeige ich genau, wie ich die richtige Menge dafür berechne. Das ist eigentlich ganz einfach. So, nachdem die Farben aufgegossen waren, lasse ich die Farben dann noch etwas verlaufen. Man sieht eigentlich sehr schön, dass bei dieser Art des Fluid Paintings die Farben sehr klar voneinander getrennt sind und nicht ineinander laufen. Das hat etwas mit dem, ja, mit dem Mischen der Farbe zu tun. So, dann noch die letzte Leinwand und du siehst, es wird eigentlich ein ziemlich buntes Bild. Jetzt muss der erstmal alles trocknen. Das dauert mindestens ein paar Tage, bis es wirklich gut durchgetrocknet ist. Dann habe ich das zuvor aufgeklebte Klebeband wieder abgezogen. Nachdem ich alle Klebebänder abgezogen hatte, habe ich die Leinwände mit einem leicht klebenden Kreppband beklebt. So ein bisschen kreuz und quer. Anschließend habe ich mit Sprühacrylfarbe an den Bändern entlang gesprüht, sodass links und rechts daneben eine Art Nebel entsteht. Du siehst, die Leinwände sind zwar alle einzeln, aber durch die Verbindung mit dem Nebel gehören sie aber schon klar zusammen. Für das Finish habe ich mich dann für Gold entschieden. Ich finde, es bildet einen sehr schönen Kontrast. So, und schon ist es fertig. Ziemlich bunt diesmal und so sieht es an der Wand aus. Alle verwendeten Materialien schreibe ich in die Videobeschreibung rein. Okay? Bis zum nächsten Mal. Ciao.